Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes und guckt mal, wer zurück ist. Und guckt mal, wer ein bisschen gespart hat auf dem Account, wo ich noch keinen Dreamer habe. Praktisch, praktisch, praktisch. Aber vorher will ich noch mal ein paar Gratis-Beschwörungen machen. Ja gut, eigentlich hatte ich Nephanie im Sinn, aber Mia nehme ich auch mit. Oder auch niemanden. Aber oh, jetzt können wir uns den 3-Stern-Pool mal angucken, was dabei so rumkommt. Es macht das Beschwören so viel spannender, als es eigentlich war. Endlich haben sie daran was geändert. Die 5-Sternen-Hellen sind zwar immer noch unberührt, aber ja, damit kann ich leben. Ich glaube, ich versuche vielleicht noch einmal für Grün mitzunehmen. Alfie habe ich jetzt zwar schon, aber ich habe überall noch gar keine Charina bekommen. Wow, und jetzt kriege ich dann hier so viel. Das ist krass. Hätte ich mal geguckt wegen, also wenn ich hier schon so viel liegen habe, dann mache ich das, glaube ich, erstmal durch. Auch wenn das nicht gut ist, dann haben wir weniger für Grima. Aber ganz ehrlich, Grima auf dem meinem 4. Account jetzt zu kriegen, ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. Dann nehme ich den Banner hier noch mit, solange der da ist. Ich glaube, der geht noch ein paar Tage, oder? Der ging ja jetzt sowieso nicht mit dem Waldturnier zu Ende. Und hat noch ein bisschen Zeit. Das sieht nicht gut aus. Und bisher fühlt es sich an, wie sonst auch beschwören. Also, alle, die da neu jetzt verteilt sind, scheinen mich zu meiden. Mögen mich leider nicht. Das ist sehr, 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 sehr schade. Und wie ist denn eure Meinung so zum Fae-Channel? Im Stream habe ich ja schon gefragt und mit allen gelabert, aber hier auf YouTube. Weil ich denke mal, bevor ich den Restream nochmal hochlade, werde ich diesen Part hier hochladen. Erzählt mal. Ist das vielversprechend für euch, was jetzt geändert wurde? Oder ist es eher so, ja, nicht so besonders? Und ja, es ist halt eigentlich komplett genauso wie sonst auch. War jetzt also nicht so spannend hier. Ja, aber mal gucken, was tut sich hier denn jetzt so? Welche Farben bekommen wir denn? Will ich Rot noch mitnehmen? Ich will halt absolut keine Tiki haben. Ganz ehrlich. Young Tiki vielleicht nochmal für die andere, aber sonst denke ich mir so, na, das müsste ich sein. Naja, Fehlchannel so ansonsten ganz nice, aber so die Böller-Ankündigungen waren es ja irgendwie nicht. Also so krasse Neuerungen. Es klang jetzt so nach viel, dass jetzt an diesem, an der Verteilung der Hellen geschraubt wurde. Aber wenn ich jetzt so beschwöre, ich merke keinen Unterschied. Also wirklich gerade komplett gar nicht. Die Hellen, die ich gerne mal sehen würde, statt der, die ich sonst immer sehe, tauchen halt auch nicht auf. Das ist irgendwie so, same old. Kann das sein? Hattet ihr denn schon wenigstens Glück und habt ein paar Helden gesehen, von denen ihr euch dachtet, Mensch, dich habe ich hier ja nicht erwartet. Na, eigentlich schon erwartet, aber dass du vorbeikommst, ist halt cool. Ja, nee, also bisher, es ist halt einfach mal nope. Ich denke mir nope. So, jetzt hier, jetzt können wir nicht mehr viel. Aber es kommen wenigstens nochmal 2 Grüne, so für die letzten Beschwörungen. Aber ich glaube, dann sind keine 5 Sphären mehr über. Können wir hier nicht mehr viel machen. Na, und ich hoffe ansonsten, also sie wollen sich ja doch mal davon beeinflussen lassen, wie wir auf das Ganze reagieren, was sie an diesem neuen Event, glaube ich, machen. Aber ansonsten war jetzt auch nichts geteased, wie es weitergehen könnte. Refines haben wir noch welche bekommen und da hat mich ehrlich gesagt Leroy wirklich interessiert. Deswegen habe ich da nicht mehr so im Kopf, was bei den anderen allen alles ging, aber ja, klang jetzt auf Anhieb nicht so extrem spannend. Ich könnte übrigens auch eigentlich sparen, weil ja nochmal ein neuer Banner kommt.
Mitte des Monats. Aber tatsächlich habe ich auf die angekündigten Helden auch keine wirkliche Lust. Ich mache dann, auch wenn, also es wird wahrscheinlich irgendein Bonus-Held, auch wenn es nur 20% sind, da bleiben, mit dem ich hochspielen kann. Und das wird mir, glaube ich, reichen, um zu grinden. Zumindest auf dem Account. Hier hole ich ja sowieso schon mal nicht wirklich die letzten Belohnungen, also das Siegel und den 5-Sterne-Held. Also ist ja im Grunde sowieso egal. Ja, es ist einfach... Sardinia ist ziemlich stark, aber ich glaube, dann wird er trotzdem nur für den Main und für den Let's Play-Account geholt. Naja, keine Runde, in der was Großes, Cooles beschworen wurde, aber das muss auch mal sein. Es war schon sehr extrem die letzten Monate. Jetzt muss ich das wieder auf ein normales Level begeben. Ich finde das okay. Deswegen keine Enttäuschung von meiner Seite aus. Höchstens nur Enttäuschung, dass ich keinen coolen 3-Sterne-Held bekommen habe. Und ich habe im Grunde gesehen, wen ich sonst auch sehe. Was halt lame war. Na okay, ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, der Part hat euch gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Liebe Grüße, eure Kyoko.